Hallo Horrorfreaks! Mary Shelleys Roman Frankenstein und die Verfilmung mit Boris Karloff von 1931 gehören seit ihrer Entstehung zu den unsterblichen Klassikern der Horrorkultur. Natürlich gibt es auch seit jeher unzählige Variationen des Themas. Neben weiteren Klassikern wie Frankensteins Braut befinden sich darunter auch immer wieder seltsam anmutende Exploitation-Titel wie Blackenstein oder Frankenhooker. Und nun Dr. Frankenstein als verrückter Nazi-Doktor, der Kreaturen erschafft, die man wohl als Steampunk-Nazi-Zombie-Cyborgs bezeichnen muss. Wer sich von dieser trashigen Kombination jetzt angesprochen fühlt, der sollte unbedingt dranbleiben, denn wir sehen uns heute Frankensteins Army an. Schauplatz des Geschehens ist Deutschland während des Zweiten Weltkriegs. Ein russischer Aufklärungstrupp erhält einen mysteriösen Hilferuf per Funk. Zeitgleich verlieren sie jegliche Verbindung zu ihrer Basis. Obwohl die Männer die Existenz weiterer russischer Soldaten in Not anzweifeln, befiehlt ihnen der Feldwebel, dem Funkspruch nachzugehen. Begleitet wird der Einsatz von Propagandafilmer Dimitri, der alle Ereignisse auf Film festhalten soll. Als sie den Zielkoordinaten des Funkspruchs immer näher kommen, häufen sich seltsame und erschreckende Sichtungen. Merkwürdige und nicht zu erklärende Leichen von Nazis, unheimliche Maschinen und ein niedergebranntes Kloster, in dem ein schreckliches Massaker verübt wurde. Das sind Nonnen. Endlich am Ziel angekommen, finden sie eine Kirche vor. Darin erwartet sie eine Abscheulichkeit, die halb Mensch, halb Maschine zu sein scheint. Ich befreie dich von deinem Leid! Das Ding tötet den Feldwebel, wird aber anschließend von den Soldaten zerstört. Da die Truppe nun ohne Anführer dasteht, übernimmt Sergei das Kommando, auch wenn ihm der heißspornige Wassili den Titel zunächst streitig machen will. Als ihm der Hausmeister in die Hände fällt, will Sergei ihn zu den Ereignissen befragen, doch Wassili bringt ihn mittels Folter schneller dazu, sich bereit zu erklären, sie zu ihren russischen Kameraden in Not zu bringen. Der Hausmeister führt sie aber in den Katakomben der Kirche in eine Falle. Dort kann er sich aus dem Staub machen, während die Soldaten von einer ganzen Horde Albtraumgestalten aus Menschen- und Maschinenteilen angegriffen werden. Um dem Ansturm der Monster zu entkommen, flieht die Gruppe immer tiefer in die Katakomben, wo jedoch auch immer grauenhaftere Gestalten auf sie warten. Mit Schrecken müssen sie irgendwann erkennen, dass die gesamte Gruft als eine Art Fabrik zur Herstellung der untoten Kriegsmaschinen genutzt wird. Wobei sich natürlich die gesamte Belegschaft aus untoten Kreaturen mit Metallimplantaten zusammensetzt. Was für ein krankes Hirn kann diese grauenhaften Ungeheuer aus Menschen- und Maschinenteilen nur erdacht haben? Auch das sollen einige der Soldaten später noch hautnah und am eigenen Leib mitbekommen. In Frankensteins Army ist die Grenze von furchteinflößend zu satirisch stets fließend. Auch wenn die Story kaum Tiefe bieten kann, weiß der Film mit haufenweise Gore und zynisch beißendem Humor zu unterhalten. Die Charaktere der Soldaten sind nicht wirklich stark in Szene gesetzt, wodurch der Zuschauer auch nur bedingtes Interesse an deren Schicksal aufbringt. Was den Zuschauer aber interessiert und geradezu fesselt, sind die Kreaturen, die im Abspann des Films als Zombots bezeichnet werden. Hier können die Filmemacher mit Einfallsreichtum und Detailverliebtheit richtig überzeugen. Zwar sind selbst Nazi-Zombies heutzutage keine Seltenheit mehr, doch kaum ein Konkurrent kommt optisch derartig kreativ und unik daher wie Frankensteins Army. Hier wird auf Low-Budget-Basis eine erfrischende Alternative zum heute oftmals eintönigen CGI-Einheitsbrei geboten. Leider fühlt sich das Found-Footage-Gimmick meist unnötig und überholt an. Weil der unaufhörliche Zombie-Ansturm aber dennoch einen Heidenspaß macht, schafft es Frankensteins Army in unserem Rating auf gute 6 von 10 möglichen Punkten. Ich hoffe, euch hat's wieder mal Spaß gemacht und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Dance Freak Show.